unsere Waffen siegen. Jetzt hat er schon wieder Erdbeben eingesetzt, oder was? Ja, hat er. Kaserne weg. Ah, er hat auch einen Bomber-Deal. Ja. Nicht cool. Er ist nicht zu sein. Unser Volk ist in Gefahr. Ich bringe das Baumaterial. Baut dieses Land auf. Die Schlacht hat begonnen. Das ist ein Machtkampf, ey. Wir sind die Schwerter Loriens. Der alte Mann mit seinen Fähigkeiten da. Mögen unsere Waffen sie. Gerade du redest da, oder? Ja. Ihr seid so süß. Gibt es das, dass ich in dem Fleck hier nichts bauen kann? Habe ich das so kacke gebaut? Mann! Dieser Ort ist nicht geeignet. Wir haben ein neues Gebäude. Das Spiel. Hab ich dir ja mal was gesagt? Du kannst da nicht bauen. Was? Du kannst da nicht bauen, hab ich dir das eigentlich schon gesagt? Hab ich grad gemerkt. Ah, weil mein Baumeister nicht. Ah! Bail. Der kommt da nicht mehr raus. Wir kommen aus Düsterwald. Seid wachsam. Unser Volk ist in Gefahr. Das ist der Weg. Haltet eure Schnauze hier. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Bereit? Bildet rein, Bogenschützen! Wir haben eine Kaserne errichtet. Was sollen wir? Bin zurückgekehrt, um Mittelerde zu retten. Düsterwald. Wir haben noch viel zu tun. Was, Drache? Drache. Bei dir. Mann! Wir bringen Speere aus Mitleid. Bleibt wachsam, Elben. Ein guter Muss das sein? Mögen unsere Waffen siegen. Lol, der Turm verreckt. LOL! Unsere Stadt wird größer. Wir bringen Speere aus Midlond. GOR greift doch Partei für dich. Wir kommen aus Südwald. Greif nur mit meinen Fähigkeiten an, mehr mache ich nicht. Es kommen keine Truppen. Und mit Helden eventuell. Und mit Helden eventuell. Linie bilden. Wir müssen wachsam bleiben. Hülter ist bereit. Sammelt euch Helden. Bildet rein, Bogenschützen. Wir müssen handeln. Wir dürfen nicht wanken. Das Auge ist auf Bruchtal gerichtet. Wir greifen an! Ah ja, jetzt kommt Geo von oben. Ach, fickt mich doch. Fein, muss ich halt gehen. Ja, geh auf den unteren da! Hätte die Festung nicht. Hätte die Festung nicht bauen dürfen. Wir dürfen nicht wanken. Lass ich nicht auf mich sitzen, dass du da noch deinen scheiß Elfenbeinturm hinbaust. Warum? Ich verstehe zwar jetzt gar nicht warum. Vorher hast du noch gemeint, du greifst keine Partei und nichts und bla bla bla. Kommen keine Truppen, aber meine Fähigkeiten kann ich ja wohl einsetzen, oder? Sind ja wohl erlaubt. Wo ist meine ganze Armee hin? Weg. So. Ach, die sind. Unser Volk ist in Gefahr. Wir dürfen nicht wanken. Kennt keine Gnade. Belagert sie! Dürftest du noch eine Festung zum Zerschnetzeln haben? Was? Er dürfte jetzt nur noch eine Festung gegen von mir haben zum Killen.
Du hast aber noch Baumeister, ne? Einen einzigen. Oh, ja, okay, zwei, aber der eine kommt ja nicht mehr aus der Ding raus. Dann bau doch noch einen. Ja, der aus der Anfestung, wo ich da bin, da kommen die nicht mehr raus. So. Müsste ich die Mauer abreißen. Ist ja schlau. Hä? Das ist ja schlau, ne? Ja, ich habe mich aus den eingebaut. Ach so. Dann. Baumaterial. Unsere Feinde kommen über uns. Ist unterwegs. Kriegst paar Hobbits zum Knuddeln. Unser Volk ist in Gefahr. Der Geomongo zeigt kein Erbarmen gegenüber den Hobbits. Ja, die werden geschnetzelt. Die werden geschlachtet. Der Endting ist bereit. Wieso werden wir denn jetzt die Schlacht verlieren? Weil du nicht mehr viel hast, wahrscheinlich. Warum sagt mir das Theoden? Obwohl Theoden nicht mehr lebt. Hä? Theoden sagt das nicht. Ja, doch, bei mir hat er geschrieben, wir werden die Schlacht verlieren. Nee, das ist der Gondor-Offizier. Der meldet auch, wenn irgendwo angegriffen wird. Das hört sich, der hört sich an wie Theoden. Nee, das ist der Gondor-Offizier. Wenn der merkt, dass, wenn der sieht, dass die Schlacht verloren ist, dann meldet der das. Ja. Das ist auch der, der auch meldet, wenn du angegriffen wirst oder wenn irgendwo dein Lager belagert wird. Das ist bei Isengard auch so. Das heißt, er sagt ja auch, unser Land wird belagert oder der Feind ist in unserem Lager oder was auch immer. Okay. Ja, das ist der Gondor-Offizier, nennt man das. Weil der hat die Übersicht über die Map. Aber den sieht man halt nicht. Lol. Aber jede Fraktion hat halt seinen Offizier, der halt alles meldet. Deswegen kriegst du auch mit, wenn ich dich angreife, weil der Offizier das meldet. Also ich höre da meistens, ich guck da meistens eigentlich auf die Karte, deswegen. Das Gebäude ist fertig. Der Offizier ist meistens der am Verraten ist. Der, wo nur eine Stimme hat. Richtig, genau. Sagen die körperlose Stimme. Ach Gott, da hat er ja noch eine Festung. Ja. Auch im Ernst, Katapulte, müsst ihr das schießen? Das sollte doch nur eine geheime Festung sein, damit Geo das nicht checkt. Ja, in meiner Reichweite. Also in meiner Sichtweite. Ich schwör, die wollen sterben, die Festungen. Wir kommen aus Düsterwald. Ja, so viele Festungen gebaut? Ja, hier unten steht zumindest eine. Ja, ich sag nur nach, der habe ich wirklich nur noch eine. du müsstest nur mal den Baumeister draußen außerhalb killen, dann wäre das Kupf gekatscht und würde ich nicht mehr rauskommen. Das ist der feindliche Stützpunkt. Genauso wie der Elb, also die Elben, die haben auch einen Offizier, wenn der angegriffen wird, kriegt er auch die Meldung darüber. Okay. Zum Beispiel auch Mordor oder alle. Genau, die haben alle so einen Offizier, der alles meldet. Das heißt, dein Lager wird gerade angegriffen oder dein Gehöft, dann meldet der Offizier das, unser Gehöft wird angegriffen. Beispiel und genauso wie mit deiner Festung. Wenn die Festung gefallen ist, schreit er auch, unsere Festung ist gefallen oder das war unsere Festung. Das sagt er alles. Er achtet da nur. Oh, schon wieder ein Erdbeben. Warum geht's denn nur auf mich? Mit deinen Scheißfähigkeiten hier. Was ist los? Ja, Geomongo, weil du den die ganze Zeit angreifst. Ich hab den eben gerade gar nicht angegriffen. Wer? Ja, ich hab grad eigentlich nichts gemacht. Okay.
habe ich ihn einfach so angegriffen. Weil ich recht keine Hoffnung mehr sehe. Elende Kreatur! Die Schlacht hat begonnen. Wir kommen aus Düsterwald. Wir müssen handeln. Sie greifen den Manualbaum an. So, dein Tom ist auch Geschichte. Der Tom schreibt Geschichte, sagst du? Ja, der ist Geschichte. Aber er schreibt auch Geschichte. Dieser Ort ist nicht geeignet. Wir sind die Schwerter Loriens. Wir sind die Schwerter Loriens. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt da? Ah, es nimmt kein Ende. Willst du mich jetzt mal überrennen, Geo? Ja, du verzögerst es ja immer wieder. Ich? Du ja, jetzt gerade mit deinen Fähigkeiten. Ich baue mal erst meine Verteidigung auf, während du nicht kommst. Ein vortrefflicher Bauplatz. Die Kaserne ist fertig. Wir bringen Speere aus Midlond. Wir bringen Speere aus Midlond. Das muss ja klar sein, dass wenn du nicht angreifst, dass ich meine Verteidigung währenddessen verstärke. Du kannst ja auch mal angreifen. Ich komme aus meiner Festung nicht mehr raus, ganz ehrlich gesagt. Er hat sich da so wunderbar eingekesselt. So ganz wunderbar auszusehen eingebaut. Sieht aber echt seriös aus. Geil. Auch wenn das total unrealistisch, einfach nur dämlich ist, aber es ist einfach geil. Der Feind ist nah. Wir sind die Schwerter Loriens. Warum lässt es so regnen? Weil Geomongo hier einen auf dicke Hose macht. Der Feind kommt über uns. Ach, weil Baum. Okay. Musst du sagen, weil Baum. War ein Fehler, Geomongo. Leg dich nicht mit mir an. Okay. Wow, Glückwunsch. Hast du... Wow, oh, herzlichen Glückwunsch. Hält mich in Feuchten. Was ist mit den Feuchten? Wir müssen ihn standhalten. Einfach feige, Geo, richtig feige. Warum? Einen auf dicke Hose machen und sich dann wehren oder was? Feiges Idiotchen hier, ey. Ich hab nur verhindert, dass du dich da weiter aufbaust. Klar! Okay. Ja? Sagst du jetzt, ist jetzt eine schöne Ausrede von dir. Warum soll ich denn sonst? Die Ausrede kannst du dir schenken, Junge. Irgendwer muss dich angreifen. Dir Alex habe ich genug angegriffen. Schenk dir deine Ausrede einfach. Weil die Ausrede nützt dir nichts mehr bei mir. Wird ich dir jetzt glaube oder was? War Fehler, Junge. Wachsam bleiben! Bleibt wachsam! Haltet die Augen offen! Wir müssen handeln! Unser Volk ist in Gefahr! Ausreden bin ich mittlerweile alle leid hier. Es wird Zeit, ich bringe das Baumaterial! Der Boden hier ist ungeeignet! Bildet rein, Bogenschützen! Wir dürfen nicht wanken. Das Auge ist auf Bruchtal gerichtet. Boah, Sprecher, halt die Fresse, Junge. Steht da noch alles. Unser Volk ist in Gefahr.
Reißen alles nieder, ich habe nur eine Festung verloren, der heult direkt rum. Das ist asozial! Ey, Koas, siehst du meine Festung da oben? Ja, da wo du dich eingeengt hast, ja. Im ersten Teil, wo meine Bogenschützen gerade vorbeigelaufen sind. Nee, die sehe ich. Der Turm da, der ganz der in so komischen Dreieck-Ding da ist, gell? Als ich den gebaut hab, na, der ist so, neben, genau rechts daneben ist so ein Katapult, der steht genau beim Fluss. Wir kommen aus Düsterwald. Ganz ich daneben. Ich sehe das nicht, es ist verdeckt, ich sehe es nicht. Ah, scheiße. Jedenfalls, der Baumeister ist über die Wand gebackt. Okay, lol. Bogenschützen aus Düsterwald. Sprich, eine Verteidigung kann ich nicht mehr bauen. Unser Volk ist in Gefahr. Wir müssen handeln. Ah, jetzt wieder mit seinem Wolkenbruch. Wir dürfen nicht. Boah, du hast so Glück, dass die gerade die Rüstung gekriegt haben. Ich habe Angst. Komm zusammen, Elf! Bruchtal darf nicht fallen. Belagert sie! Das Böse kommt über uns! Sie greifen schon wieder an! Oh, was macht denn der da unten? Alex wird wieder überrannt. Alex hat da oben nicht einmal mehr was gebaut. Hä? Ich dachte. Nee, ich habe leider keine Baumeister mehr. Das ist doch noch eine Festung. Ja, aber wie gesagt, die Festung ist ein bisschen. Ich komm nicht raus. Ich habe jetzt schon zwei Baumeister in den Ding drin, nur weil das Ding da reingepackt ist. Das ist so asozial. Wir kommen aus Düsterwald. Ihr Mongo freut sich gleich. Okay. Setzt jetzt den Drachen da rein oder Drachenschlag? Wer setzt wo Drachenschlag an? Das kann ja sein, dass er den Drachenschlag irgendwie einsetzen will. Wir kommen aus Düsterwald. Hier fallen die Diener schon uns. Wir dürfen nicht wanken. Ah, bin ich boosted. Die Schlacht hat begonnen! Elende Kreatur. Ich habe eine Wand abgerissen, die ich gerade frisch aufgebaut habe. Lasst keinen entkommen! Hier fallen die Diener Saurons! Sie trampeln uns nieder! Ja. Elende Kreaturen! Bruchtal darf nicht fallen! Das Auge ist auf Bruchtal gerichtet. Warum ziehst du dich jetzt wieder zurück, Geomongo? Warum greifst du nicht weiter an? Bring's doch zu Ende, wenn du seine Mauer gebaut hat. Ja, die kann man doch trotzdem zerstören. Alter, so wird das nicht, so wird's kein Ende geben. Es ist jetzt sinnlos, wieder zurückzuziehen. Dann baut er sich wieder auf und dann steht ihr da wieder. Da oben baue ich mich eh nicht auf. Ich komm da nicht mehr hoch. Er hat mir im Moment gerade gar nichts genommen. Ja. Er gibt mir gerade nur Zeit, dass ich die Mauer hier baue. Das ist einfach dumm, dass er sich wieder zurückzieht. Das will ich damit sagen. Sehe ich nicht. Ich hatte gerade nichts zu tun. Ob man es zu Ende bringt. Nein, wir ziehen uns noch mal drei Jahre zurück oder so. Ich finde es total dämlich einfach. Weil es keinen Sinn macht. Ich habe halt viele Truppen verloren. Nee, hast du nicht. Da hat es noch die Armee, die standen noch alle. Einige. Ja, einige, jetzt locker, aber nicht alle. Jetzt locker noch angreifen können, locker noch. So, ich hätte nicht zurückgezogen. Ich bringe das Baumaterial. Dabei bin, dann greife ich richtig an. Es gibt gewiss einen besseren Ort. Ja, ich greife viermal an und dann ja, wird's das wieder. Toten. Oh, nee, der Toten. Ein Glück. Wir müssen handeln. Wir sind die Schwerter Lorien. Das nenne ich mal auslöschen. Ich glaube, dem Alex reicht's jetzt, es reicht. Ah, die Armee der Toten bringt sich nichts. Geht da hoch. Wir kommen aus Düsterwald. Wir
Wir dürfen nicht wanken. Die Armee der Toten kommt. Sammelt euch, Elben. Unser Volk ist in... Das ist der feindliche Stützpunkt. Wir haben ein neues Gebäude. Bin schon unterwegs. Der Endting ist bereit. Wir kommen aus Düsterwald. Das Auge ist auf Bruchtal gerichtet. Gehöft da, ne? Ist schon seit Ewigkeit auf Level 1. Wo sollen wir bauen? Ein Gehöft, was Ewigkeit auf Level 1 ist. Was einfach nicht aufsteigt. Langsam wird 0% oder was? Bitte? Sammelt euch, Elben! Macht euch bereit, Elben! Seid wachsam! Geo, langsam wird's ein bisschen peinlich. Nee, für dich, oder? Nee, für dich! Warum? Weil du mich, weil du, ich wette, dass du da nicht durchkommst durch die Türme. Nein! Okay. Er hat meine einzige Möglichkeit nach draußen mehr abgeschnitten. Gut, ich kann nichts mehr bauen. Es gibt viel zu tun. So. Meine einzige Möglichkeit nach draußen war mein Baumeister, den habt ihr gerade gefickt. Ich hab nichts gefickt. Also nicht, dass ich wüsste. Er war halt Geomongo das. Ich hab keine, ich hab, meine Fähigkeitsreaktion ist momentan auf 0, also von daher, ich hab nichts. So, ich meine, meine Punkte, die er hochgeben, wenn man kämpft. Ah. Die ist momentan, Stillstand, ich hab nichts vernichtet. Der Nachteil, ne? Wer nervt zwar? Bitte? Wer nervt zwar? Nein, das ist zwar ein Nachteil, aber gut. Achso, ich hab verstanden, wer nervt. Nein. Wer nervt oder sowas. Bleibt wachsam. Linie bilden. Haltet nach dem Feind Ausschau. Wir müssen Mittelerde beschützen. Geo, kommst du noch, oder? Ja, bald. Elben mit uns! Sammelt euch, Elben! Wenn Rückziehen erfolgreich war, dann kommt er. Der Baum ist okay, das war... Das war das Erdbeben. LOL! Wo ist deine Armee hin? Was? Kors, was hast du getan? Willst du mich verarschen? Ich weiß genau, dass Alex es war. Was? Ich? Nein. Das würde er doch nie tun. Ja, das würde er doch nie tun. Das ist so knuffig manchmal. Also das halte ich für ein Gerücht. Okay. Wir kommen aus Düsterwald. Das so ist. Ja. Ey! Aha. Meine Gehöfte! Meine Rohstoffe! Kors, böse! Mach Sitz! Mach Sitz, wie süß! Geh, mach Sitz! Das Gebäude ist fertig. Geo, sag ihm mal, er soll Sitz machen. Geo! LOL! LOL! Wir müssen ihn standhalten! Ziemlich sinnlos, die Adler da einzusetzen. Ja, das war sinnlos, Geo. Weil das bringt ja gar nichts. Die Dinger krieg ich auch nirgendwo hin. Weil die verrecken dir nur sinnlos. Irgendwas muss man ja probieren. Bitte? Irgendwas muss man ja probieren. Ja, das stimmt schon. Muss das sein?
Okay. Wir sind die Schwerter Loriens. Tu mir nichts! Weich nicht zurück, Männer! Hilfe! Wir kommen aus Düsterwald. Weich nicht zurück! Das ist unfair. Was ist los? Wir kommen aus Düsterwald. Bogenschützen aus Düsterwald! Zieht eure Waffen, Elben! Wir kommen aus Düsterwald! Unser Volk ist in Gefahr! Der Ring ist verloren! Wir kommen aus Düsterwald! Die Listen! Geo, ich werd begrapscht! Geo, ich werde immer noch begrapscht. Ja, ich seh's. Ich wollte nur kurz meine Augen. Ja, mach was! Greif Koas an! Wir müssen wachsam bleiben! Bleibt wachsam! Wir kommen aus Düsterwald! Bleibt bei mir! Wir müssen unsere Heimat verteidigen! Zieht eure Waffen, Elben! Haltet die Augen offen! Er geht ja beide nur auf Verteidigung, so kann es ja noch ewig gehen. Fick dich! Wir bringen Speere aus. Wo sollen wir bauen? Baut dieses Land auf! Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Bruchtal darf nicht fallen. Wir kommen aus Düsterwald. Wir dürfen nicht wanken. Das Auge ist auf Bruchtal gerichtet. Du bist der Tod? Hä? Er ist tot. Warum ist mein Drache jetzt down? Weil, hast du den kaputt gescheatet oder was? Der wurde voll gespammt. Ja, klar. Natürlich. Ja klar. Dafür spamme ich dich jetzt voll. Du spammst mich doch eh schon die ganze Zeit voll. Ja, es ist mein Job. Mein Hobby, mein größtes. Geo, du bist assi, du musst auch mal was machen. Seid wachsam. Bleibt bei mir. Wir müssen Mittelerde beschützen. Linie bilden. Sie haben einen Wächter gerufen. Klar, logisch. Das ist sinnlos. Die Stallungen sind bereit. Bleibt wachsam. Da, ah, Theoden steht, greift mich gar nicht an und trotzdem sterben meine Katapulte. Ist okay. Wie krass die Helden am Cheaten sind, Junge, ey. Genau, du kannst einfach mal heilen, ist okay. So. Esse, ey, so viel geschieht hier, ey, nicht normal, ey. Wir kommen aus Bruchtal. Wir müssen. Was für eine Scheißaktion, was soll der Scheißturm da? Ist einfach mal mega unnötig. Der soll dich nerven? Ist einfach mal mega unnötig, weil er einfach mal gar nichts bringt. Einfach dumm. War auch okay. Ich weiß auch nicht, warum leck der. Grad. Ja, leck, okay, merke ich auch gerade. Wo ist ein Bomberdeal? Wir müssen das Land verteidigen. Wir
Wir kommen aus Bruchtal. Könnt ihr mal aufhören, immer alle auf mich zu gehen? Ich dachte, weil Geomongo jetzt gerade gar nichts macht. Ja, kannst ja ihn mal angreifen. Bleibt wachsam, Elben. Lanzenträger, ich bringe das Baumaterial. Wir kommen aus Bruchtal. Es gibt viel zu tun. Wir müssen Elrons Haus beschützen. Lanzenträger. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Sammelt euch, Lanzenträger! Natürlich ist das mein Ernst. Ich finde es so hammer, er regt sich über Geo auf, aber hilft dann. Jetzt fängst du an zu diskutieren, oder was? Nee, ich find's einfach nur lustig, dass du einfach nicht zu dem stehst, was du selbst sagst. Reiter, seid wachsam, die Festung wird gewiss bewacht. Unsere Feinde kommen über uns! Wir haben die Schuhe. Ah, es greift ja hinten an, war ja klar. Kann ich auch abreißen. Wir müssen Elrons Haus beschützen. Speere bereit. Ah, so sind die Helden schon wieder geheilt. Weil ich ihn geheilt hab. Wieso kannst du 1000-mal heilen? Warum kannst du 1000-mal auf mich gehen, aber nie auf Geo? Warum kannst du deine Wörter nicht halten, dass du ihn besiegen willst, aber besiegst dann mich? Steht nirgendwo gesetzlich geschrieben, dass ich mich an irgendwas halten muss. Du hast zu mir vorhin gesagt, du willst ihn lieber tot sehen als mich, aber greifst mich an. Weil ich bei Geomongo einfach nicht mehr durchkomme, deswegen ja, habe ich es da aufgegeben. Das ist trotzdem... Ja, was, Ja, Ja, was, Ja, Komm zum Punkt, Junge. Komm zum Punkt! Das, ja, das sagt mir... Das ist einfach keine Aussage. Das ist grässlich. Geo, verpiss dich doch mal! Okay, Geo, das ist jetzt echt ein bisschen asozial. Komm mal gleich wieder, mich, Mutter telefoniert kurz. Wir müssen das Land verteidigen. Reiter! Reiter! Alles in Trümmer! Rennt sie nieder! Wir müssen das Land verteidigen! Zurück zum Lager! Wir haben noch viel zu tun! Ein vortrefflicher Bauplatz. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt an? Baumaterial ist unterwegs. Richtig unnötig. Weil die einfach nicht down gehen. Richtig unnötig, hast du richtig verschwendet, Junge. Halt halbes Leben noch. Ja. Das hat er einfach mega verschwendet, ey. Richtig verschwendet. Finde ich gut. Ich kann ja so nichts machen. Ist aber lustig. Mögen unsere Waffen siegen. Selten sowas gesehen, sowas zu verschwenden, ey. Richtig verschwendet den Erdbeben. Ja, eben, das muss ich ja machen. Ja, ich weiß, ich verstehe das, aber das. Weil normalerweise müsste man das wissen, dass die Bogenschützen einfach, dass die Ballisten einfach nicht sterben, wenn man Erdbeben einsetzt. Wenn man das Spiel lang genug kennt. Naja, weißt du noch nicht, das letzte Mal gespielt hab. Ja, das weiß ich ja nicht. Waren das die Spiele mit mir, oder? Das letzte Mal, wo ich mal mit dir gespielt habe, ja. Ach so. Aber das ist nur ein Spiel, Leute, ey. Sich darüber zu streiten, ist doch scheiße. Nee, aber mich kotzt einfach an, dass ihr euch einfach nicht euer Wort halten könnt. Was für ein Wort? Ja, er meint, er will dich vernichten und was macht er? Vernichtet mich. Das geht mir aber nicht in den Kopf ein. Das ist auch das Thema, wo ich keinen Spaß verstehe, wenn es um sowas wie Ehre geht oder sowas. Man bekämpft sich doch so oder so.
Ja, aber nicht 2 vs 1. Das ist einfach ehrenlos. Ja, sag auch mal Geomongo, dass er mich mal angreifen soll, aber er macht's ja auch nicht. Ja, kann ich ja nichts für, aber du musst dich dann auch noch mich angreifen, wenn dessen er mich schon ficken will. Ich meine, es ist einfach so, ich erklär dir mal was. Wenn ich bei jemand anders nicht durchkomme, dann greife ich, das war sinnlos jetzt richtig, Geomongo, das war richtig sinnlos. Wenn ich jetzt angreife und ich merke, ich komme mit dem anderen nicht durch, versuche ich das bei dem anderen. Ja, aber nicht gleichzeitig. Das habe ich eben bei Geomongo mehrfach probiert und ich bin mehrfach gescheitert. Jetzt versuche ich das bei dir. Und wenn ich da auch wieder die ganze Zeit scheitere, dann ist das wieder umgekehrt. Geomongo, das ist so sinnlos, was du machst, Alter. Deine scheiß Fähigkeiten, Junge. Verzieh dich einfach. Aber man sieht doch eindeutig bei mir, dass ich nicht mal mehr aus meinem Lager rauskomme. Dann braucht man doch nicht extra noch die ganze Zeit alles aufsprengen, wenn der andere immer eh schon ankragen will. Dann, weil Geo baut ja nur darauf auf, die ganze Zeit. Ich frage mich, warum du dich zubaust. Warum baust du dich denn zu? Das ist doch auch wieder Schwachsinn. Ich habe keine Rohstoffe mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ach, du kannst aber immer die Mauer aufbauen. Du sagst immer wieder, du greifst dich an und dann greifst du an. Wo soll ich denn hingehen? Ich sag mal so, warum baust du die Mauer die ganze Zeit auf? Du hast keine Rohstoffe. Stimmt ja dann nicht. Ja, 1400 Rohstoffe. Irgendwas muss ich zur Verteidigung hernehmen. Aber guck mal, ich hab. Wo ist mein Haus? 1, 2, 3 und 4 Stück Rohstoffhäuser. 4 Stück Rohstoffhäuser. Nee, 5. Dann bau dich nicht zu, dann kannst du dich ausbauen, wenn du dich woanders aufbaust, wo ich nicht in der Nähe bin. Ihr seid aber überall. Bitte? Ich gucke über den Elfenbeinturm überall auf der ganzen Map, nur in meinem ganz oberen Teil, da ist nichts. Aber ist ja klar, wenn ich mich da oben hinbaue, dass Geo gleich wieder kommt und mir mit allem wegschießt. Wir müssen das Land verteidigen. Aber sonst seid ihr überall, ich weiß nicht, wo ich mich hinbauen sollte. Geo besitzt die Hälfte der Map, du besitzt einen großen Teil der Map, ich weiß nicht, wo ich hin sollte. Du verstehst? Ja. Und ich weiß jetzt grundsätzlich auch nicht mehr, was ich jetzt noch lange machen soll. Deswegen warte ich nur darauf, dass mich endlich mal jemand angreift und überrennt. Aber ich finde das einfach nur feige, dass man nur mit tausenden Katapulten kommt. Oder Ballisten oder was das sind. Ja, wie soll ich mich sonst wehren? Mit Truppen komme ich ja nicht weit. Das ist das Umdenken bei demjenigen, der dann angreift. Der merkt, der kommt mit Truppen nicht weiter, dann kommt er mit Belagerungswerken. Das würdest du genauso machen. Ja, aber nicht, wenn die ganze Mauer schon aufgerissen ist und du eigentlich schon frei reinrennen könntest. Ja, dann setzt du deine Fähigkeiten ein und bin auch wieder down. Ich find's jetzt dumm, darüber zu diskutieren, weil es ist einfach einseitig. Die einzige Fähigkeit, die ich noch habe, wäre die Armee der Toten, aber die kann ich nicht für die Ballisten. Die behalte ich die ganze Zeit auf, damit Geo endlich mal herkommt. Aber der Arsch von Geo kommt ja nicht. Gell, Geo? Und du wolltest die ganze Zeit, dass ich angreife. Du hast darauf gewartet, dass ich angreife. Und irgendwas greife ich dann an. Geomongo baut übrigens hinten eine Festung auf. Der sagt. Ey, ich hab gar keinen Elfenbeinturm. Weißt du, dass ich gerade draufgekommen bin? Bitte? Ich hab noch eine Karosserie, also eine Viertelstall-Ding da. Und hab da die ganze Zeit über 20 Truppen am Laufen gehabt. Dafür wird der Zauberer bezahlen. Jetzt weiß ich, wo meine Rohstoffe alle hin sind. Nur, dass die blöderweise nicht mehr rauskommen. Fuck. Es gibt viel zu tun. Das einzige Gute, was ich daran finde, dass du wieder teilnimmst am Kampf und nicht dich verschanzt. So wie ich jetzt. Ja, dann sag auch nicht, dass andere sich verschanzen, mitkämpfen, wenn du das jetzt auch machst. Also, das ist ja aber auch wieder dumm. Ja, aber ich wurde nicht dauerhaft von Dio bedrängt. Du wurdest am Anfang vom mittleren Bot bedrängt, da habe ich dir sogar unter die Arme gegriffen und habe eine kleine Blockade aufgebaut. Na, deine Treppen sind dadurch wieder down gegangen, weil die mich angegriffen haben. Was machen die? Ja, aber das war mir herzlich egal. Ich wollte eigentlich nur, dass du weiterspielst. Mongo ist so unnötig. Nicht mit mir, Geo, nicht mit mir. Geo hat seine ganzen Armeen ungefähr auf 3 bis 4 Stück aufgeteilt. Das Böse kommt über uns.
Oh, Festung hat überlebt. Ich zeige euch den Weg. Seid wachsam. Da, Bögen bereit. Mit seinem Sonst noch ein Wunsch? Sonst noch ein Wunsch, Geomongo? Was denn? Sonst noch ein Wunsch anzugreifen? Ich werd gerade angegriffen. Du! Also mit so einer Fähigkeit. Das einzige, was ich gerade mache, ist Fähigkeiten spammen. Achso, ich dachte, du meinst mich. Richtig cool. Was war das gerade für ein Tiger oder was? Tigerkatze, was war das? Was denn? Bei Geo ist irgendwas mit Tigerkatze gerade gewesen. Werbe. Beschwert er gerade wie ein Ballrock? Nee, das war der Drachenschlag. Ah, deswegen ist bei deiner Festung gerade unten die ganzen Türme nacheinander verschwunden, oder? Hinein geht er weg. Sie greifen an! Der Baumeister, sie haben ihn erschlagen! Mich würde es interessieren, ob die Aufnahme überhaupt noch läuft, weil ich glaube das ja gar nicht mehr, dass der das noch das dann noch läuft. Aha. Ha? Was hat denn der Wächter hier jetzt für eine Funktion? Soll weiter die Festung angreifen. Was er auch tut. Jetzt habe ich wieder Überfluss in Rot. Und komm, schlag einmal zu. Ja, Festung weg. Abgerissen. Trotzdem ist sie weg. Das freut mich schon mal. Weil da hast du nämlich kein Geld mehr für gekriegt, weil die schon auf Null war. Oh, jetzt kommt der mit seinem Scheiß Armee der Toten wieder. Ich hab die Festung zerstört. Yeah. Hallo, Geo. Ich hab die Festung zerstört. Wie geht es dir, Geo? Ich feier's gerade. Die war eh schon auf Null, also hast du auch kein Geld mehr für gekriegt. Juhu! Endlich mein Erfolg. Nur mit Fähigkeiten die Festung geplättet. Oh. Oh, schön. Jetzt rastet der aus, ey, mit Toten. Oh, wie schön. Ich find's super. Jetzt habe ich den Alex die ganze Zeit belagert, jetzt belagere ich Geomongo. Oh shit. Oh nein, da darf ich gar nicht reinrennen, da bin ich auch direkt tot. Scheiße, weg von den Toten. Weg. Das bin ich halt dann gleich direkt tot. Ich glaub, dass der Alex noch Rache auf mich zieht. Oh, da bin ich mir echt noch nicht sicher, ob ich nicht wirklich noch auf Rache auf dich ziehe. Alter, du hast mich ja extrem angekotzt. Ja, die Hobbits bringen's voll. Die bringen's überhaupt nicht. Guck dir das doch mal an! Die machen nicht! Sie haben den Baumeister erschlagen! Es wird Zeit, etwas zu bauen. Es gibt viel zu tun. Wir kommen aus Düsterwald. Wir dürfen nicht wanken. Sie greifen die Siedlungen an! Bruchtal darf nicht fallen! Sammelt euch, Elben! Wir sind die Schwerter Lorien. Speere aus Midlon. Wirf Steinis Frodo! Steini Frodo! Koas, ich mach. Koas! Du hast Frodo mit. Der hat nur Steine auf dich geworfen und du. Bitte was? Frodo hat nur Steine auf dich geworfen und du hast ihn vergewaltigt. Wenn er mich vergewaltigt, verwaltige ich ihn, das ist doch klar, oder? Aber er hat nur Steine geworfen! Wir bringen Speere aus Midlond. Wo ist im Ernst, Faramir ist da drin eingesperrt. Ich frage mich eigentlich, wie oft Geomongo jedes Mal die Adler rufen kann. Immer wenn ich angreife, hat er die Adler. Eine leichten Rätsel. Wie oft man die Adler rufen kann. Immer wenn ich angreife, hat er die Adler. Irgendwas stimmt da auch mal wieder nicht. Also irgendwas ist da auch nicht ganz richtig. Du greifst ihn bis jetzt dann einmal, hast ihn jetzt angegriffen. Ich bin bereit.
Wir kommen aus Düsterwald. Das letzte Mal hatte er die Adler, glaube ich, eingesetzt, als er bei mir war, oder nicht? Er setzt die immer ein. Ja. Der kann die komischerweise jedes Mal einsetzen, was halt ich nicht verstehe. Immer wenn sie halt wieder frei sind. Ja, ja, es ist zu schnell frei. Ich verstehe nicht warum. Ich warte Ewigkeiten auf meine Fähigkeiten. Immer warte ich ewig drauf. Ja, es ist einfach nur dumm jetzt. Die Helden deswegen jetzt komplett zu töten. Das ist einfach nur dumm einfach nur. Jetzt die Helden mit den Adlern einfach nur wegzuwaschen, Alter, ey. Richtig wegzuwaschen. Einfach nur dumm. Ja, die Adler, die sind sowieso nicht mal lang da. Irgendwas nachgeschaltet zu denen. Nicht zu mir kommen, danke. Ich kann das nicht gebrauchen. Ne? Der Feind kommt näher. Sie wollen unser Gebäude erobern. Bildet rein, Bogenschützen. Ja, natürlich, geh noch wieder mit seinem scheiß Pfeilhagel. Woher weißt du das eigentlich immer? Ja, weil da erst so ein einzelner Pfeil kommt. Bevor der Pfeilhagel. Ja, warum guckst du nicht jedes Mal, wenn ich den mache, auf deine Truppen? Und das hört man auch. Was? Vom Pfeilhagel hört man auch. Im Ernst? Ja. Bleibt wachsam. Wir kommen aus Düsterwald. Sammelt euch, Elben. Das ist so ein Angriff. Halt nach dem Feind Ausschau. Alex versucht einen Angriff. Nein, Alex versucht nur ein bisschen zu nerven. Mit seinen Helden. Ja, mit den Helden, die im Übrigen geblieben. Er schwört einen Racheplan auf mich. Mögen unsere Waffen siegen. Bin ehrlich, ich warte drauf. Nein! Lauft! Lauft! Lauf, Acher! LOL. Sind gestunt. Ich hab dir das Leben gerettet. Oh, Bombardier. Bäm. Bäm. Was hat die Waldläufer gerufen hier unten? Seit wann? Seit wann gehen die Truppen bei dem ein, wenn man Wolkenwurm hat? Ist ja mal ein Wunder. Sonst ducken die sich ja nicht. Ja, bei dem. Überrascht. Oh, meine Hand tut weh. Ah! Oh nein! Für die freien Völker! Oh nein! Der Feind kommt über uns! Wir kommen aus Düsterwald! Ich glaube, es wird nie ein Ende geben. Wir müssen handeln! Schon wieder fast eine Stunde rum. Zwei Stunden schon, seit 1 Uhr. Was, ist jetzt schon halb... Was? Es ist jetzt schon 3, ja? Ja. Was? Bleibt wachsam, Elben. Seid wachsam. Geo, mach's jetzt. Mach's jetzt, du Penner. Sammelt euch, Elben. Ich bringe das Baumaterial. Stimmt sogar, mach Sitz, du Penner. Bin schon unterwegs. Baumaterial. Was machst du mit Theoden? Wir kommen aus Düsterwald. Das heißt nicht nur Theoden. Nur Theoden ist ein bisschen schneller. Ach so, die anderen sind noch hinterher. Ah, okay. Die anderen laufen ganz fett hinterher. Lol. Wo ist der Feind? Richtig, lol. Okay. Wo ist der Feind? Da ist was. In der Mitte ist Geo Bongo. Ja, ich hole das Gebäude ein mit meinem Helden. Da! Er kommt runter! Das Gebäude gehört ab jetzt uns. Mögen unsere Waffen siegen. Geo Bongo kommt runter. Das Gebäude ist fertig. Wo sollen wir bauen? Kommt er jetzt zu dir? Ja, ne? Er kommt zu dir und zu mir, je nachdem. Ja, er wird sich das jetzt, glaube ich, überlegen. Das Auge ist auf Bruchteil. Hey, greif ihn an! Blitze ihn oder was auch immer! Ich? Ja, du, wer sonst? Ja, der muss in die Reichweite kommen. Der ist nicht in der Reichweite. Oh Gott! Wo laufen die hin?
haben ein neues Gebäude. Das Auge ist auf Bruch. Unserem Land droht Gefahr. Ja! Sie greifen auf sichere Entfernung an. Alle Truppen fast weg. Naja, nicht alle. Aber einige, du hast einige verloren. Du hast einige verloren. Du armer Sack, hast einige verloren. Hilfe! Was denn? Hilf mir! Ich hab noch immer über 1000. Ich hab dem Alex gerade so. Ich hab den Geomongo gerade so ein paar Truppen geklaut. Ich töte gerade ein paar Helden. Alter, wieder mit seinem bescheuerten Horn. Los, Gondors Horn! So, das war's mit Aragorn. Oh, schon wieder sein scheiß Pfeilhagel. Wie mies. Oh, ey, das ist einfach ein Traum. Nein! Lass Was? Ihn! Lass Boromir am Leben! Ich kann ihn leider nicht heilen. Für die weiße Stadt! Er wird verrecken, das schafft er nicht. Die sind so überpowered, die Truppen. Das schafft er nicht. Die sind so überpowered, die Truppen. Das ist so scheiße. Er schafft sich, weil, das was, weil da was Böses kommt. Oh, jetzt muss er seine Hobbits hier noch rufen. Das Auge ist auf Bruch. Wir sind die Schwere. Nein! Jawoll. Wir kommen aus Boromir! Die werden sterben. Ich brauch echt gleich mal irgendwas zu saufen, ja. Du könntest mir mal helfen? Wobei? Ja, ihn vielleicht zu ficken? Du könntest auch mir helfen, ihn zu ficken. Nein! Also das ist eine ganz schlechte Idee. Warum ist das eine schlechte Idee? Weil ich eh schon gefickt bin genug. Weil ich meine, ich habe jetzt nicht mal meine Helden draußen. Ich will meine Mauer nicht abreißen. Was bringen mir 27.000 Rohstoffe, wenn ich nichts damit machen kann? Okay, da gebe ich dir recht. Werkzeuge bereit. Dieser Ort ist nicht geeignet. Wir müssen uns überall umsehen. Oh, schon wieder so scheiße. Wie kommst du mit dem Blitz dahin? Kannst eh dauerhaft einsetzen, von daher. Weil das ist so schnell wieder voll. Muss ja in der Reichweite sein. Ja, war ja auch in der Reichweite. Sonst wird das rot markiert. Sammelt euch, Elben. Aber ich dachte mal, ich setze das so ein bisschen auf dich drauf, weil. Unsere Stadt wird größer. Was sollen wir bauen? Weil ich dich so lieb hab. Das Gebäude ist fertig. Yeah. Wo sollen wir bauen? Gebäude. Ein vortrefflicher Bauplatz. Wir haben eine Kaserne errichtet. Yeah. So, Alex, was hast du jetzt vor? Ich reite gerade in die Schlacht. Du reitest gerade in die Schlacht? In welche Schlacht? Nach oben. Weil ich könnte dir eventuell helfen. Nach oben reite ich. Okay, ja, ich sehe dich kommen. Warte mal. Ich hab eine Idee. Ich helf dir mal vor. Ich weiß nicht, ob das jetzt diesmal klappt. Aber ich hoffe schon. Da kommt. Jawohl! Geo! Auch noch Armee der Toten. Die Armee ist hier! Unsere Stadt wird größer. Wir müssen uns vom Feuer fernhalten. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Ah, böse Drache! Sie treffen uns wieder auf einen Hornbaum an. Mögen unsere Waffen siegen. Der Feind kommt über uns. Erobert dieses Land zurück. Go! Eindringlinge! Sie greifen uns
Okay, das ist ein Überraschungsangriff. Wie nice das bitte gerade ist. Da oben ist noch ein Haus, ich krieg das nicht hin. Ja, vielleicht komme ich da noch hin, aber ich glaube nicht. LOL, der Drachen. Scheiße, der ist weg. Scheiße, der ist weg. Oh Mist, ey. Verdammte Axt, ey. Oh, das war ein krasser Angriff. Ich hab's hingekriegt, das Haus noch. Hast du es hingekriegt? Ja, nein. Ja. Aber irgendwo lebt er noch. Ja, los, natürlich. Los, sie zum dritten wieder. Ihr könnt das. Zeit, ihr schafft das. Einer, du bist ein Solo. Du bist so ein Arsch. Da macht man ihm Mut. Und dann das. Oh, ist das schön. Jetzt haben wir unsere... Alex, das ist doch eine Entschuldigung wert, die ich gerade gemacht habe. Oder hat dir geholfen? Nein. Dann eben nicht. So, und jetzt muss wieder auf Alex gehen. Okay, nein, Spaß. Das was? Das was? Du gerade so, was will der denn jetzt? Nein, Quatsch. Nee, nicht heute. da wir gerade so einen Erfolg haben, will ich doch eher jetzt mehr auf Mongo gehen. Geo Mongo. Wir hatten ja gerade so einen guten Erfolg. Vielleicht diesen Triumph nochmal grüßen? Ich guck mal kurz, ob die Aufnahme noch läuft, okay? Mach das, mach das. Okay, die dürfte noch laufen.